Hallo und willkommen zu meinem Video. Da hinten sind Reste von einem Muffin noch rumsteht. Gut, ja. Ich gebe es ganz ehrlich zu, ich hatte bis jetzt keine gute Idee, was ich euch erzählen könnte, was ich euch zeigen könnte, wie auch immer. Und drum habe ich mir gedacht, mache ich einfach mal ein Jahr später Video und will euch so ein paar Produkte aus dem Badbereich zeigen, die ich gerade sehr gerne benutze, euch ein bisschen was dazu sagen und ja. Gut, fangen wir an, weil ich mir nicht sicher bin, einfach mal mit der Zahncreme. Ach, fangen wir schon mal mit der an. Hier die Elmex hier. Die ist, die neutralisiert den. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, warum ich die nehme, aber ich nehme die jetzt schon seit Jahren und ja, funktioniert bei mir super und deswegen benutze ich sie weiter. Um ehrlich zu sein, habe ich da jetzt kann ich nicht mal groß was dazu sagen. Es ist halt Zahncreme. Das hier ist jetzt eine besondere Zahncreme. Die Sensodyne Pro Schmelz, da sind irgendwie Partikel drin, die den Zahnschmelz wieder aufbauen und auch stärken und so. Den Zahnschmelz zu regenerieren für starke und gesunde Zähne. Vor säurebindenden, ja, und schützt halt das Zahnfleisch. Und ich kann wirklich sagen, also ich nutze die jetzt ungefähr seit letztes Jahr so um den Oktober. Und ich hatte hier an den letzten zwei Zähnen, also meine Weisheitszähne mussten ja raus, weil ich nicht richtig dran gekommen bin, weil mein Mundraum zu klein war für die Zahnbürste und dann konnte ich nicht richtig bürsten und dann sind die da, hatte ich da halt Löcher. Und ja, entschuldigt mir, ist gerade mein Audible aufgeploppt. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich da Löcher hatte und die Zähne, die daneben waren, sind dadurch sehr rau geworden. Und ich kann wirklich sagen, also wenn es anfangs ohne diese Zahncreme waren, die mega rau und die werden jetzt wirklich von Monat zu Monat immer, also man spürt wirklich, dass da Zahnschmelz sich wieder aufbaut. Also es ist auch mit den Fingern spürbar. Also es ist nicht nur Werbewitz. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Wer Probleme so mit dem Zahnschmelz hat, es passiert dann nicht, also was ich natürlich von Anfang an sagen muss, es ist nicht so, dass du am Montag dir die Zähne damit putzt und am Mittwoch hast du schon die glattesten Zähne der Weltgeschichte. Es dauert wirklich schon so Monate. Aber wenn man die Zeit und die Geduld hat und natürlich auch ein bisschen das Geld, weil die ist nicht unbedingt günstig, ich glaube 3,95 € um den Dreh rum. Aber wenn man das hat und wenn man das bereit ist zu investieren, dann lohnt sich das mega. Also macht die Zähne noch schöner. Ja, was ist noch? Ja, ich habe mir ein neues Bad hier, sowas mit Kastanie. Habe ich gestern, als ich mal da war, zufälligerweise, ich gehe jetzt seit ein paar Tagen wieder raus, habe ich gar nicht erwähnt, fällt mir gerade. Naja, erzähle ich euch dann beim anderen Mal. Habe ich die zufälligerweise auch beim DM gefunden. Also die kriegt man auch bei DM oder halt auch bei. Oh, die riecht gut. Oh, die riecht richtig gut. Oder eben auch bei Amazon. Oder eben, was ich nicht wusste, Kneipp hat auch einen Online-Shop. Da kann man sich das direkt bei Kneipp bestellen. Hat jetzt teilweise dann auch richtig krasse Rabatte, aber blöderweise gibt es einen Mindestbestellwert und keinen Gratisversand. Also, ja. Ja, das ist die. Das heißt nochmal so, das ist noch ein zweites. Das habe ich mir auch vor ein paar Wochen. Ich muss sagen, also, als ich das erste Mal drin lag, das ist Macadamia oder? Nee, Marone. Ich habe gerade gesagt. Als ich das erste Mal drin gelegen bin, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, da wird's ein, dass es auch ja, da den Körper aufwärmt. Kann es jetzt nicht beweisen, aber ich hatte da so das Gefühl. Beim anderen, das war irgendwie, kann ich gar nicht richtig sagen, weil ich muss zugeben, da bin ich reingegangen und da ging es Leo nicht so gut. Und dann war es so das Prinzip, Badewanne kurz reinliegen, schnell wieder raus, mich euch um Hasen kümmern. Ja. Tja, ich unterbreche sogar das Baden für meinen kleinen Leo-Bär. Ja, egal. Das hier habe ich dann jetzt vor kurzem erst erste Mal probiert. Das ist echt.
Also ich finde, das riecht super. Aber ich muss auch sagen, ich mag Orange und. Oh, und ich liebe den Duft von Zimt. Zimt ist schon voll mein Ding. Schöne Sache. Ja, und das habe ich mir jetzt tatsächlich erst die Tage geholt. Also das, ich habe gesehen, dass es, ich habe in der Werbung gesehen auf online, dass es das gerade wieder gibt im DM direkt. Sehr karamelllastig, also das soll Vanille, Karamell und Mandelmilch sein. So, also ich würde es, als wenn wir uns. Riecht so ein bisschen wie ein Kuchen, um ehrlich zu sein. Also, ja. Aber das, da bin ich mal gespannt, wie es in der Badewanne dann ist. Ja, und dann, wenn ich auch gerade ein bisschen hier und da mal einfach nur Fußbäder mache, habe ich mir noch ja, totes Meersalzbad. Das macht die Haut irgendwie geschmeidiger und ist auch für Leute mit Allergien besser geeignet. Ich sollte vielleicht, das könnte ich jemandem, der gerade zur Zeit da so ein bisschen. Oh. Das ist aber eine gute Idee. Das sollte ich vielleicht tatsächlich mal noch weiterempfehlen. Tja. Faule Menschen schmeißen das Handy ins Eck, andere. Na gut, da muss ich jetzt halt mit iPod machen. Ja. Tut mal Daumen drücken, dass mein Akku reicht. Das ist nämlich gar keine schlechte Idee. So. Das habe ich nämlich gerade zur Zeit. Benutze ich das ganz gerne und es hilft unglaublich. Mein Papa hat es früher, als ich klein war, immer genommen, bei sich. Ins Badewasser oder besser gesagt, von ihm habe ich diesen Trick mit dem Fußbadewasser zum Entgiften. Das ist nämlich super, dass das zieht Giftstoffe auch wirklich raus und dann kann man da super entgiften und das macht dann einen etwas gesünder. Also ja, meine Mama und mein Papst machen das, das ist nur für ein einziges Vollbad? Nein, für ein Vollbad lösen sie den gesamten Inhalt des Beutels in heißem Wasser auf. Okay, dann ist es, kann ich es jetzt echt tatsächlich erstmal, also vom Prinzip kann ich super empfehlen, aber es ist viel zu viel für ein Bad. Also ich würde da viel, also ich würde da sagen, das sind mindestens 3 Bäder, 4 sogar. Ja. Ja, und dann ein Produkt, das mich selbst sehr überrascht, aber ich bin auch gerade sehr begeistert davon, was man hier so schön sieht, ich habe jetzt hier wieder, ich habe ganz viel, ich habe wieder lockigeres Haar. Es ist so, ich habe wirklich seit meinem 12. Lebensjahr habe ich alles dran gesetzt, meine Haare so gut es ging zu glätten. Also ich habe wirklich alle möglichen, ich habe Antifrizz-Shampoos benutzt und so weiter. Ich wollte, dass meine Haare glatt werden und keine Locken mehr sind, wie ja. Die sowas machen, sie einfach zurückspringen. So die Korkenzieher, dass die alle rausgehen. Und eine Sache, die, naja, kann ja keiner wissen, ist ja einfach so. Mein Opa hat immer geliebt, wenn meine Haare sich so gelockt haben und wenn die zurückgesprungen sind und alles. Und ja. Auf jeden Fall ist es so, dass ich, nachdem mein Opa dann, also kurz bevor mein Opa gestorben ist, habe ich dann gedacht, so, ich würde ihm gern noch eine Freude machen und an meinem Geburtstag lockige Haare haben. Ja. Um ihn zu überraschen, um ihm zu gefallen. Ich wollte ihm einfach eine kleine Freude machen und hat er leider noch nicht mehr gesehen, aber gut. Aber dann habe ich eben, deswegen habe ich dann angefangen mit dem, was es echt irgendwie nur im Ausland gibt, mit diesem Sios hier. Also ist mega überteuert, kostet 10 Euro die Flasche. Und ja, mit diesem fettes Haar. Das ist ja lustig. Das ist nicht mal meins. Ugh. Doppel-I. Ja, und dann halt mit dem Conditioner, der dazu gehört, einfach, ja,
um lockiges Haar wieder zu bekommen. Und naja, ich rede mir jetzt ehrlich gesagt, ich sag jetzt mir selber, dass wenn Opa von oben guckt, dass er dann eine schöne Lockenpracht sieht. Und ja, dass er sich dann vielleicht da freut. Aber ja, ich versuche es jetzt einfach mal. Ich halte euch dann auch auf dem Laufenden, ob meine Haare. Also, was ich sagen kann, ist, dass sie immens viel weicher geworden sind durch dieses Shampoo. Man sollte vielleicht echt darauf achten, welche Art von Haarstruktur man hat. Und sie locken sich auch wieder unglaublich sehr. Also, ich habe auch gerade echt immer so dieses Haare-Touch-Bedürfnis, weil es sich einfach auch nett anfühlt. Ja, gut. Das war alles, was ich euch jetzt so dazu sagen kann, als kleines Update, was bei mir gerade so pflegeproduktemäßig ist. Ja, ich bin für meinen Teil froh. Ich habe jetzt genug Pflegeprodukte bis Ende des Jahres und hoffe einfach, dass die ganzen Sachen nächstes Jahr viel günstiger werden, weil ja, man sollte jetzt gerade sparen. Einfach nur eine Vorlage für mein nächstes Video. Gut, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr so benutzt und was eure Lieblingspflegeprodukte sind. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.read@outlook.com. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.